Hallo Johannes, grüß Hallo. dich. Herzlich willkommen und zu meiner Show, der Total Connector Show. Es geht im Fokus meiner Show geht es um Bitcoin und Austrian Economics. Du bist, vielleicht lasse ich dich einfach mal vorstellen, seit wann gibt es die Bitcoin Austria? Was ist überhaupt der Vereinszweck? Was sind die Zielsetzungen? Seit wann bist du dabei und was ist auch für mich interessierend, dein persönlicher Weg zu Bitcoin und was ist so für dich so die Essenz, die Vision und überhaupt die Bedeutung von Bitcoin? Okay, ja, danke für die Einladung, freue mich da zu sein. Ich fange mal an mit Bitcoin Austria. Bitcoin Austria selber ist ein Verein, quasi eine Non-Profit-Organisation und die Idee zu Bitcoin ist im Sommer 2011 schon entstanden. Wir haben uns damals über Bitcoin Talk gefunden, so das Posting war, gibt es hier noch irgendwelche Österreicher, die sich schon mit Bitcoin beschäftigen? Und haben sich doch einige gemeldet und so haben uns damals in Wien getroffen und da ist schon die Idee entstanden, irgendeine Art Anlaufstelle zu haben, dass man heute, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will, sich vernetzen kann und auch ein bisschen auch informieren kann. Und es hat dann nur wenige Wochen gedauert, im September 2011 ist dann auch schon der Verein gegründet worden, also wir sind jetzt gerade 8 Jahre alt geworden, vor wenigen Wochen. Und ja, die Idee und die Aufgaben von Bitcoin, also auch unser Vereinszweck ist, die Nutzung von Bitcoin in Österreich zu fördern, zu unterstützen, seriös jetzt ohne Eigeninteresse darüber zu informieren. Ich sage auch oft, wir verkaufen nichts. Also ich kann über Bitcoin erzählen, was es ist, was man mit anstellen kann, was es möglicherweise mal werden könnte. Aber ich kann als Bitcoin Austria niemanden an Bitcoin verkaufen und wir geben jetzt auch keine Investmentempfehlungen und diese Dinge. Das ist an sich eine sehr angenehme Rolle, weil ich kann im Prinzip frei von der Leber reden und erzählen, wie man halt das einschätzt. Ja, wir haben in den letzten Jahren so um die 100 Meetups mittlerweile geschafft, die meisten davon in Wien, aber auch in Graz, ein paar hatten wir in Kärnten und ein paar in den Premium-Events, zum Beispiel letztes Jahr mit dem Saif Amous, die Buchvorstellung in Wien. Der Bitcoin Standard, ja. Genau, der Bitcoin Standard. Hat uns gefreut, dass das so gut geklappt hat und wir sagen, die Auftaktveranstaltung damals mit dem Saif in Europa hatten. Ja, rein von der Entstehung her, ursprünglich war es eher techniklastige Runde, damals 2011 eher Leute, die aus dem IT-Bereich kamen, vielleicht mein eigener Hintergrund, ich bin selber Softwareentwickler, habe Zeit meines Berufslebens, hat sich ursprünglich zufällig so ergeben und dann hat es mich aber auch fachlich interessiert, immer so im Banken-Finanzumfeld gearbeitet. Also ich habe, bevor ich Bitcoin entdeckt habe, ich war einige Jahre in der Schweiz, habe auch draußen gelebt und gearbeitet und habe Software-Migration im Bankenumfeld gemacht, Consulting und habe dadurch auch das Finanzgeschäft, das Bankengeschäft sehr breit kennengelernt. Und jetzt komme ich schon zu mir, ich habe mich zu Bitcoin. Ich weiß, ich habe damals im Frühjahr 2011, wir hatten ein Migrationsprojekt, internationalen Zahlungsverkehr mit SWIFT-Anbindung, Uraltsysteme, die auf was Neues migriert werden sollten, hochkomplexe Dinge, zumindest das Historische. Und dann lese ich an einem Wochenende, ich hatte Bereitschaft für mein Projekt, im Handelsblatt die Headline Bitcoin wertet massiv auf. Und ich dachte, was ist das? Und schauen wir das näher an. Und dann begann es zu rattern und die Faszination ist binnen Stunden, Tagen da entstanden. Und ich bin damals auch noch ein bisschen gependelt, Graz, Zürich, 7 Stunden im Auto sitzen. Ich habe die Podcasts, die wenigen, die es damals gab, verschlungen. Also die 7 Stunden waren weg wie nix. Einfach um dieses Bitcoin-Zeug zu verstehen, wie kann das nur gehen, ohne Betreiber und so weiter. Und so ist eigentlich ziemlich schnell eine Begeisterung und ein Enthusiasmus dafür entstanden. Das war halt so ja, früher Pfingsten 2011 rum. Da kam es gerade von dem damaligen Hype $30 wieder zurück. Und ich habe, glaube ich, Anfang Juni meine allererste Bitcoin-Transaktion gemacht. Einfach mal im Forum gepostet, kann mir jemand was schicken, ich würde das gerne ausprobieren. Und habe dann einen kleinen Betrag bekommen. Ja. Hast du das Gefühl, dass die Bitcoin Austria macht ja regelmäßig Meetings oder sag mal, Meetups, Veranstaltungen, ja. Meetups, Events. Ich höre da immer wieder auch von diversen Freunden, die auch dabei waren, dass es noch immer, sehr technisch lastig ist. Also, denkst du, dass das monetäre oder die Erklärung, das edukative Teil über den monetären ökonomischen Aspekt, also das, was ja, wo die Ursachen darin liegen, warum Bitcoin, die Zufrage, dass es ein bisschen zu kurz kommt? Na, wir haben sicher als Bitcoin Austria auch historisch bedingt und aufgrund der Zusammensetzung der Leute einen technischen Hintergrundschwerpunkt.
Aber einer der frühen Mitglieder war zum Beispiel Peter Schurda. Ich weiß nicht, ob du den schon, schon hattest oder kennst. Ja, ja. Der hat 2013, ich hoffe, aber sehr früh halt, schon seine Masterarbeit über die Economics of Bitcoin geschrieben. Mhm. Hat auch einen eigenen Blog, ist ein bisschen ruhiger dort, aber und Peter war in diesen frühen Zeiten bei den ganzen Conferences einer der gefragtesten Speaker, einfach weil einer der wenigen war, die über die volkswirtschaftlichen, geldtheoretischen Hintergründe sprechen konnte. Und ich muss sagen, ich habe das ganze Thema, auch der Austrian Economics, über Bitcoin wiederentdeckt. Ich hatte in einem quasi früheren Leben schon mal mit Politik zu tun, ein bisschen engagiert gewesen. Damals haben Leute von Hayek, Mises, Popper und so weiter gesprochen. Interessant, ja. Ich habe das als gerade mal 20 Jahre alter junger Bursch damals wohl zur Kenntnis genommen, konnte nicht damit viel damit anfangen. Und über Bitcoin so das wiederentdeckt, und es ist nicht höchst wertvoll zu wissen, was da geldtheoretisch dahinter steckt. Und das kann auch den Erfolg, den wir bis jetzt haben von Bitcoin, erklärbar machen und auch den Leuten sagen, zeigen oder die Augen öffnen und Verständnis schaffen, wohin die Reise gehen könnte. Mhm. Also es ist sehr wichtig, und wir versuchen es auch bei Bitcoin Austria abseits von der Technik Themen zu bringen. Wir hatten zum Beispiel eines der bestbesuchten Veranstaltungen war zum Thema Steuerrecht. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt die libertäre Sicht, wo ich versuche, mit dem Staat gar nichts zu tun zu haben. Aber Bitcoin und österreichisches Steuerrecht, einer der ersten Auftritte von Nathalie Enzinger, die in Österreich auch bekannt ist in dem Umfeld. Es gibt auch einen Niklas Schmidt, der Und die Hütte war voll. Ja. Also war auf der Marie-Hilfer-Straße im Haus auf Nakamoto, damals war es noch oben. Mhm. 150 Leute da drinnen, also feuerpolizeilich wäre das wahrscheinlich eng geworden mit der Besucherzahl, sagen wir mal so. Und ja, die volkswirtschaftlichen Hintergründe, ich habe einen Vortrag, Präsentation, wo ich mich mit dem inneren Wert von Bitcoin beschäftige. Oft hört man ja, es hat ja keinen inneren Wert, es ist auch nur Luft und digitale Werte im Computer, ohne durch nichts hinterlegt. Ich habe mir sehr wohl Gedanken gemacht, was denn eigentlich die inneren Werte sind, was damit der eigene Nutzen ist, und habe da schon einige Vorträge auch dazu gehalten. Aber natürlich haben wir auch den Technikschwerpunkt. Wir hatten jetzt einige Lightning Network Vorträge bei unseren Meetups, die natürlich, wenn man es im Prinzip kapieren müssen will, auch immer techniklastig sind. Und nur so kann ich auch das Versprechen, das Bitcoin mitgibt, auch selber verstehen und prüfen. Also das ist Manipulationssicherheit, Einhaltung der Regeln, das kann ich einem Techniker glauben, der mir das erzählt. Ja, wenn ich den Leuten versuche, verständlich zu machen, wie denn das umgesetzt ist, dann brauche ich überhaupt dem kein Vertrauen mehr entgegenbringen, weil dann habe ich es komplett verstanden, auch die technische Seite. Okay, ja. Meinst du, dass überhaupt, dass die technologischen oder technischen Aspekte im Hintergrund stehen sollten, wenn man vor allem mit einem Newbie, also mit einem Bitcoin-Anfänger oder mit einer Anfängerin, die vollkommen, also absolut keine Ahnung hat oder einfach nur verstehen möchte, worum geht es im Kern in Bitcoin? Was macht das aus? Was macht Bitcoin aus im Kern? Die Prinzipien, wie zum Beispiel absolute Knappheit, Limitiertheit von 21 Millionen Bitcoins, was überhaupt ein gutes Geld ausmacht. Ja. Was für Fragen werden euch gestellt? Also anhand dessen, glaube ich, kann man da vielleicht sehen, welche Motive also die Hintergründe haben die Menschen, die sich hingezogen fühlen auch zu diesem virtuellen Geld. Ganz allgemein korreliert das Interesse in den letzten Jahren einfach mit dem Kurs, das sieht man. Und es gibt jetzt diese tolle Grafik, dieses Comic, wo so zwei so Stände stehen. Auf dem einen, when to buy, when to sell. Auf dem anderen stand schon drüber, understanding Bitcoin. Und bei dem erstgenannten Riesenschlange, die Leute wollen wissen, wo geht der Kurs hin, wann soll man kaufen, und beim Bitcoin verstehen. Und da meine ich jetzt auch die ökonomischen Grundlagen. Da sitzt dann der Berater oder der Mensch hinten alleine. Wir versuchen natürlich die zweite Schiene. Also ich möchte den Leuten Grundverständnis schaffen für Bitcoin, und den Rest können sie dann wieder ableiten davon und eigene Meinung bilden dazu. In der Masse, auch jetzt in der Anwendung, ist mir die technische Grundlage nicht so wichtig, aber ich sollte zumindest die Eigenschaften kennen. Genau. Das ist natürlich entscheidend. Und dann merkt man halt, wenn sich jetzt jemand für Bitcoin interessiert, nähere Infos haben will, die Leute, denen die Probleme des Geldsystems bewusst sind, sind weiterhin eine Minderheit. Aber über Bitcoin beginnt man sich damit zu beschäftigen. Und wenn ich dann das Geldsystem durchschaue und zumindest näher verstehe und mich damit auseinandersetze, dann erkennen die Leute Probleme.
und erkennen vielleicht auch selbstständig, dass Bitcoin eine Lösung sein könnte. Mhm. Also sagen ein Türöffner, um sich damit, oder ein Anreiz, um sich generell mit der klassischen Frage, was ist Geld, was ist gutes Geld, Sound Money, auseinanderzusetzen. Ja, deshalb finde ich auch das Buch von Safedan Amous und jetzt so, also unendlich viele Podcasts, Artikel, die da geschrieben werden, auf Deutsch und Englisch, unglaublich nützlich und wirklich erhellend irgendwie, weil zum ersten Mal das Wesen des Geldes auch mal erklärt wird. Zum Beispiel in dem Buch, der Bitcoin Standard wird drei Viertel lang des Buches fast ganz einziges Mal das Wort Bitcoin erwähnt. Da wird einfach nur erklärt, die Geschichte, das Wesen und warum, was macht ein gutes Geld aus? Ja? Mhm. Und vielleicht ist das jetzt, weil es ist ja so, was ich so mitbekomme auch von anderen Bitcoiners oder Podcasters in Österreich, also zum Beispiel Janita, ist, dass das Interesse jetzt noch nicht so groß ist, weil, warum wohl auch? Ich meine, man fragt die Leute, die meisten Leute sagen, wozu brauche ich Bitcoin? Ich kann mir nicht einmal meinen Kaffee damit bezahlen. Mhm. Ja? Und in dieser monetären Evolutionsphase geht es ja darum, dass man das jetzt mal als Wertanlage oder Wertaufbewahrungsmittel sieht. Ja? Und dann als Tauschmittel und dritte Schritt. Das ergibt sich dann, das ist die Ableitung davon. Ja. Ja. Ich meine, wie erlebst du das sozusagen, die Atmosphäre überhaupt zur Zeit? Oder mit den ganzen geopolitischen, makroökonomischen Geschichten, die das ablaufen, mit Negativzinspolitik, Quantitative Easing, Geld aus dem Nichts drucken. Ja. Naja, ein wesentlicher Punkt ist die Frage, wozu brauche ich Bitcoin, die kommt oft. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, aus welcher Motivation stellt der die? Man kann sich Bitcoin ja von so vielen Seiten und Sichtlinien nähern. Und eine Antwort ist, mit Bitcoin behält man die Kontrolle über sein Geld. Mhm. Einerseits die echte Verfügungsgewalt darüber, andererseits ist eben auch garantiert, dass keine Inflationierung, keine mengenmäßige Entwertung stattfinden kann, außerhalb der Spielregeln. Und dann muss man nicht den Leuten sagen, wir leben in Europa und sagen, es ist eine Insel der Seligen. Der Euro ist vergleichsweise stabil, das Bankensystem funktioniert. Wenn ich nicht gerade bei einer Kärntner Landesbank ein Konto habe, habe ich keine Probleme. Und die 2% Inflation, die nominell, offiziell da sind mit dem Warenkorb, die schmerzen jetzt nicht unmittelbar, zumindest nicht kurzfristig. Uns geht's gut. Also uns geht's gut. Ja, wir haben keine Inflation, Hyperinflation. Richtig. Wie in Venezuela, Türkei, Iran, Argentinien. In Ländern, wo das Bankensystem nicht funktioniert, nicht vorhanden ist, nur einer privilegierten Elite zur Verfügung steht, wo den Leuten die Kaufkraft ihres Staatsgeldes quasi wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Das ist nicht Venezuela, Extrembeispiel. Oder ich habe mal auch zu Bitcoin-Zeiten mal so einen, weiß nicht, wie viele Nullen da drauf sind, 15 Nullen bei diesem Zimbabwe-Dollar auf eBay gekauft. Ja. Super schönes Souvenir. Ich meine, der Schein ist auch im Wert gestiegen. Ja. Aber da sieht man direkt, wie schwach eigentlich beliebig vermehrbare Dinge sind, und in dem Fall auch einfach Papiergeld oder Buchgeld, wo ich auf Knopfdruck jede Menge produzieren kann. Und ich mich einfach darauf verlassen muss, dass niemand, sei es bewusst, sei es aus wirtschaftlichen, vermeintlichen Zwängen, da die Geldpresse anwirft. Und auch in dieser Hinsicht, mit Bitcoin, behalte ich die Kontrolle über mein Geld. Mhm. Ja. Das ist halt schon ein wesentlicher Vorteil. Und gleichzeitig, wo man jetzt sagt, diese Goldähnlichkeit, die der Bitcoin hat, die Knappheit, und dass es im Prinzip ja kein Schuldgeld ist, kann nie eine Forderung ist, sondern wenn ich es richtig mache, halte ich die Bitcoins ja selber. Also bitte nie bei der Börse liegen lassen, wenn ich nicht ohnehin Daytrader bin. Dann ist es sehr, sehr goldähnlich. Zusätzlich kommt halt bei Bitcoin eine massive Innovationskomponente dazu. Wir wissen heute noch nicht, ich würde mir nicht einschätzen dran, was ich mit Bitcoin und darauf aufbauenden Services und Layern, sei es technisch, sei es von der Anwendbarkeit, von der wirtschaftlichen Nutzbarkeit her, was ich damit in 5 oder 10 Jahren anstellen kann. Mhm. Aber persönlich ist es mir ein zu hohes Risiko, keine Bitcoins zu halten. Also das Risiko möchte ich sagen, nicht eingehen. Einfach, wenn das abhebt, wenn das sich verbreitet oder wenn tatsächlich was schief geht mit dem Staatsgeld, dann ist Bitcoin höchst wertvolle und möglicherweise auch sogar lebensrettende Möglichkeit. Sieht man ja in manchen Ländern, wo es tatsächlich wichtig ist, Bitcoins zu haben oder hilfreich ist. Hast du den Eindruck, dass immer mehr Menschen zumindest daran denken oder es erwägen, in irgendeiner Weise einen, wie man so sagt, einen Prozentteil ihres Einkommens, ihrer Pension, wie auch immer, oder ihres Vermögens, zu hedgen, wie man so schon sagt, also quasi als Absicherung in Bitcoin, oder wie ist das wieder? Nein.
In Österreich ist alles, was außerhalb vom Sparbuch, Bausparvertrag und Lebensversicherung vielleicht noch ist, gilt irgendwie als Hochrisikoinvestment. Andererseits, wenn jetzt Leute wirklich etwas Geld gespart haben und sagen, Angst davor haben, dass die Geldentwertung, und was machen die? Die kaufen sich Immobilie oder Grundstück und sind sich nicht bewusst, dass sie eigentlich relativ hohes Risiko da einziehen, weil zuerst verursacht sowas mal auf jeden Fall Kosten. Wenn es eine Wohnung ist, Mietrisiko, all den bekannten Dingen. Und die gehen ja dann wirklich mit einem Großteil ihres Ersparten da rein. Ja. Und von daher, die andere Sicht ist wieder, dank Bitcoin beginnen sich Leute mit Alternativen zum Sparbuch überhaupt das zu beschäftigen. Das ist dann auch ein großer Schritt, wenn ich sage, jetzt eben vom Sparbuch oder Bausparvertrag zum Hochrisikoinvestment, und was ist es? Das muss einem bewusst sein, ja, den großen Schritt zu machen. Insbesondere, wenn man es nicht gewohnt ist, diese Volatilität. Ja. Ich hatte persönlich das Glück, die eine oder andere auch negative Erfahrung zu machen in den Nullerjahren mit der Dotcom-Blase. Und habe im Zuge von Bitcoin durchaus davon profitiert, dass man generell Börsengeschehen, Marktgeschehen, Volatilität einschätzen, verstehen kann. Die Leute, die vorher nichts mit Finanzmärkten zu tun haben, das sind 2-3% Schwankungen, eine Riesenaufregung. Wenn Bitcoin dieser Tage mal 10-15% nach unten macht, habe ich deswegen keinen schlechteren Tag. Das wäre vor 20 Jahren oder mit der damaligen Erfahrung wahrscheinlich ganz anders gewesen. Und man muss sich bewusst sein, viele Leute kommen zum ersten Mal via Bitcoin mit alternativen Anlagemöglichkeiten in Berührung. Und daher kommt ja auch in der Masse so diese Einschätzung, ja, hochvolatil, nur Spekulation, kann gar nichts Gescheites sein. Ja. Wird aber verstanden mittlerweile, oder glaubst du, dass es immer von mehr Menschen verstanden wird, zumindest in der Bitcoin-Community, dass die Volatilität, die Spekulation zur Preisformation dazugehört, wenn man sich die letzten 10,5 Jahre einfach historisch ansieht, diese ganz natürlichen Zyklen, natürlich. Ja. Ohne runter gibt es kein, oben, oder wie sagt man, ohne unten gibt es kein oben, oder umgekehrt auch. Ja. Denkst du, dass das langsam ist durchsickert? Naja, man muss bewusst auch langfristig, 8-9 Jahre jetzt, dass Bitcoin-Kurse gibt, 10 Jahre gibt es technisch, das ist aus Menschensicht schon sehr langfristig, 10 Jahre. Ja. Da passiert viel in einem Leben. Und wer oder wen kennst du, der sich den Chart aufmacht und da mal rausgerollt auf 5, 6, 7, 8 Jahre und dann vielleicht noch durch die E kommt, weil hinten sieht man nur gerade Linie die ersten paar Jahre, das vielleicht auf logarithmische Darstellung umschaltet und dann sieht man, was da wirklich passiert ist. Und das ist das Gleiche, wenn man sagt, soll ich heute Bitcoin kaufen? Jetzt ist der Kurs aktuell um die 7.000 Euro, wer soll ich heute Bitcoin kaufen? Ja. Das ist die Frage, was glaubst du denn? Wo geht die Reise hin? 15 Jahre drauf? Ja? Was bist du bereit zu riskieren? Und mit einem kleinen Betrag ausprobieren, das traue ich mir jedem empfehlen. Aber es geht in Wirklichkeit um hart erarbeitetes Geld. Die wenigsten Leute wollen, verlieren will es niemand. Vielen tut es mental, psychologisch weh, wenn sie sehen, das wird weniger wert. Jetzt habe ich da 1-2 Monatsgehälter investiert, dafür geschuftet. Und plötzlich ist das nur mehr die Hälfte wert. Ja, das tut viel mehr weh, als wenn es jetzt mal, wie soll ich sagen, die Chance, das Glücksgefühl nach oben überwiegt psychologisch nicht den Schmerz, wenn es nach unten geht. Und da haben wahrscheinlich einige gewisse Hemmungen. Aber deswegen Cost Average, zeitlich gestaffelt einsteigen und diese Tipps, die man da immer gibt, sind sicher ganz gewisse gut. Eigenschaften sind in Stein gemeißelt, ne? Wie zum Beispiel, also jetzt nicht nur die 21 Millionen, die absolute knappe 21 Millionen, sondern da gibt es jetzt auch vom Plan B, heißt der anonyme Typ, der dieses Stock-to-Flow-Ratio errechnet hat im Vergleich zu Gold quasi, also sagen, was da ist, existiert und was jährlich dazukommt. Und bei Bitcoin wird das ja in den nächsten Jahren und vor allem in den nächsten Halbierungen, also nächste Halbierung quasi, also das, was in den Miner als Belohnung ausgeschüttet wird, nur für die Zuseherinnen, wird ja quasi nächstes Jahr wieder auf die Hälfte reduziert, von 12,5 auf 6,25 und dann die übernächste Halbierung 2024. Das sind all diese Faktoren. Und dann noch dazu vielleicht die langsame Massenadoption, die Institutionen, die mit einsteigen. Also es wird immer knapper und knapper. Denkst du, dass dieses Kernprinzip, wenn das mal verstanden wird, von immer mehr Menschen dann auch in sozusagen in die Tat dann noch umgesetzt wird, als Hodler Ja. der letzten Zeit? Naja,
Das Fazit daraus ist, wenn man sagen, alle diese Faktoren kennt, und das ist jetzt gar nicht unbedingt, das ist ja nicht Meinung, das sind ja Realität, das ist so. Die Regeln im Bitcoin sind da. Jetzt gibt es noch ein paar Komponenten, die offen sind. Also wie ist die Nachfrage in 2 Jahren nach Bitcoin? Mhm. Aber wenn das nur gleich bleibt, und es spricht vieles dafür, dass es tendenziell eher zunimmt, weil die Usability, die Nutzbarkeit und so weiter, dass ja alles sich entwickelt, gleichzeitig die neue Erschaffungsmenge sich radikal von einem Tag auf den nächsten halbiert. Und vor allem, das ist disinflationär. Ja, genau. Es wird dann noch... Also noch unter die Inflationsrate dann so von Gold. Ja, das ist schlussendlich disinflationär. Ja. Ne? Genau, ja. Natürlich kann sich der Druck, das ist das Ergebnis von diesem logischen Schluss, der Druck kann sich nur über den Preis entladen. Mhm. Und trotzdem wäre es unseriös zu sagen, kauf Bitcoin, weil in 3 Jahren ist es das doppelte Wert. Ja. Ich meine, das ist halt das Traurige, finde ich, bei dieser Massenpsychologie, wenn der Preis wieder wie in 2017 war, das auf 20.000 angestiegen ist, dann tritt eben dieses sogenannte FOMO ein, dieses Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, zu ja. Aber gut, das ist... Gut, die Übertreibungen werden passieren, die werden wiederkommen, es wird wieder Korrekturen geben, es wird Crashes geben, wir werden auch die Schlagzeilen wieder haben und ich weiß nicht, wo jetzt gerade Bitcoin-Todescounter ist von diesem... Das ist eine Webseite, die da die Todesmeldungen auf Bitcoin zählt. Ja, ja, die Todesmeldungen sind schon bei fast 360, dann einige 180, ich weiß nicht. Ja. Genau. Das wird auch wieder kommen. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange du schon dich mit dem Thema beschäftigst. In 3 Jahren, also okay. Noch nicht so lange. Du hast nur einen großen Crash eigentlich miterlebt. Mhm. Ja. Mir ist der dritte. Also ich bin in Bitcoin gestartet und ein halbes Jahr später war ich bei -90% mit meinem Investment. Ja. Wird man auch mal ein bisschen zurückhalten und überlegt sich, okay, was tue ich? Ja? Nachträglich sind natürlich fantastische Zahlen, die sich da entwickelt haben, aber das konnte man nicht wissen, dass es so schnell geht. Andererseits zeigt das, dass da schon was dahinter steckt und es ist nicht nur diese vermeintliche Tulpensache ist, die da immer wieder von manchen Kritikern behauptet wird. Kann man nicht vergleichen. Die lief gar nicht so lang, abgesehen davon, dort, was das ist wirklich nur der Hype. Um was tatsächlich genau. Blase, ja. Genau. Und Nutzbarkeit, und da sind wir dann schnell wieder beim inneren Wert, von Bitcoin ist da. Viele mögen es noch nicht sehen oder so erkennen, aber wenn man es analytisch sich durchüberlegt, hat es einen inneren Wert, weil es einen inneren Nutzen hat. Und dann wieder oft die Definitionsdiskussionen. Aber da steckt schon was dahinter. Und es löst Probleme, die bestehen. Es eröffnet neue Möglichkeiten. Dadurch ist es einfach nützlich. Gleichzeitig begrenzte Menge. Dadurch hat es einen Wert. Und wie hoch der ganz konkret ist, ist natürlich eine Frage der Preisbildung am Markt, Angebot und Nachfrage. Viele Leute, spannenderweise, ich erkläre, wenn ich Leuten zum ersten Mal Bitcoin erkläre und dann diese Preisfrage kommt, ja, wie kommt der Preis zustande und kann ich jetzt wirklich für 7.000 Euro an Bitcoin verkaufen oder kaufen? Ich erkläre dann oft auch generell, wie Börsensysteme funktionieren. Also wie geht das mit dem Orderbuch? Was passiert jetzt, wenn du da reinstellst? Market Order, Limit Order? Mhm. Wie gesagt, es kommen ganz viele Leute ganz breit auf das Thema Finanzen zu und müssen da viel lernen oder erfahren erst dank Bitcoin, was eigentlich gut ist. In der Schule, auch in den Unis, kommt das, wenn man es nicht gerade genau in der Richtung studiert, gar nicht vor. Also da sind wir aber dann gleich in einer Bildungsdiskussion drinnen, ja, Bildungspolitik. Absolut, ja. Du hast am Anfang ein bisschen erzählt, so dein Hintergrund, also du kommst sogar aus dem Technischen, hast auch irgendwo im weitesten Sinne den Bankenbereich auch. Hast du so ein bisschen einen Eindruck, wie die Menschen da, die im Bankenbereich oder in anderen Sektoren arbeiten, da vielleicht einen anderen Bezug haben oder ein anderes Verständnis haben? Naja, wenn man die Banken jetzt aus Bankinstitutionensicht hatten und haben immer noch zu einem gewissen Grad mit den Banken das Problem, die bewegen sich in einen hochregulierten Bereich. Dann kommt sowas Freches daher wie Bitcoin, das sich um keine Regulierung schert, sondern einfach Dinge ermöglicht, die es bisher nicht gab. Das ist irgendwie so, wie wenn man das Post- und Telegrafengesetz aus der Nachkriegszeit oder aus der Monarchie aufs Internet anwenden wird. Und da hatten wir ja in den frühen 90ern, das war meine HTL-Zeit, auch Fälle, wo das überhaupt nicht funktioniert, also völlig schräge Reaktionen von Justiz, Polizei entstanden sind, irgendwer hostet was Illegales und man beschlagnahmt beim kompletten Provider, räumt dann die Serverräume aus, weil irgendein Kunde einen Blödsinn macht. Also man muss erst lernen und die Regulierer müssen auch lernen. Die Banken haben das Problem, hochregulierter Bereich, die FMA in Österreich sitzen in ihrem Nacken, manche haben vielleicht auch Dreck am Stecken und wollen die FMA keinen zusätzlichen Grund bieten, ins Haus zu kommen, haben dadurch eine Grundsatzaversion gegen Bitcoin, weil warum sollen wir uns mit dem herumschlagen? Wir handeln uns nur Probleme ein
und dann vielleicht, ohne sich jetzt näher damit zu beschäftigen, das ist ja unter ferner Liefen ein paar Nerds, ein paar Irre, die das nutzen. Und wenn unsere Kunden das machen, na, dann bitte sucht euch eine neue Bank, geht's woanders hin. Mittlerweile merken auch die Publikumsbanken, dass sie sehr viele Kunden haben, das sind hunderte, oft tausende Kunden, die Kontobewegungen haben, die irgendwie mit Krypto-Trading-Aktivitäten im Zusammenhang stehen und man das nicht mehr ignorieren kann. Auch die FMA hat dazugelernt, eine nette Geschichte aus dem Jahr 2014. Ich war beim Vortrag, es saß eine Dame von der FMA im Publikum, ich habe mich als Bitcoin Austria dort vorgestellt und die haben mich nachher gefragt, warum dürfen wir das überhaupt? Zahlungsverkehr wird doch von der ÖNB beaufsichtigt und was wir da machen. Also da ging es schon mal darum zu erklären, dass ich jetzt nicht Bitcoin betreibe. Aber es ist viele Jahre her. Mittlerweile gibt es ja kompetente Leute, gerade in der FMA, die auch die österreichischen Unternehmen, die sich in dem Bereich engagieren, wo man produktiv zusammenarbeitet, das ist ein Lernprozess für beide Seiten. Ja, und es gibt Banken oder auch Vorstandsetagen, wo man es weiterhin sehr kritisch sieht, Bitcoin als irgendein nerdiges Gespenst abtut, das wir eh nicht brauchen, und andere, die sich aktiv damit beschäftigen. Und die Zukunft wird zeigen, welche davon recht haben. Wenn ich eine Bank hätte, ich würde mich dem Thema öffnen und mir anschauen, wie ich das für meine Geschäftsmöglichkeiten nutzen kann. Innerhalb der Banken, die Leute sind schon interessiert. Also ich war öfter schon bei Banken und habe denen, den Mitarbeitern von der Bank eingeladen, über Bitcoin erzählt, man tauscht sich aus. Da ist schon großes Interesse da von den Leuten. Die haben dann auch wieder diese Compliance-Problematik, dass sie manche Dinge nicht machen dürfen. Aber ja, das ist halt die Bürokratie. Mhm. Also es ist schon Interesse da und wird es nicht grundsätzlich abgelehnt. Und einige haben auch schon erkannt, dass man damit durchaus, wenn man da kryptofreundlich agiert oder einfach bereit ist, sich mit den Kunden auseinanderzusetzen. Ja. Die Geldwäscherichtlinien müssen sowieso eingehalten werden und niemand will Terrorismus finanzieren, das ist klar, das weder die Kunden noch die Bank will mit sowas was am Hut haben. Und muss man sich mit den Gegebenheiten arrangieren. Aber die einen lehnen es halt pauschal ab und die anderen sind bereit, sich mit den Kunden auseinanderzusetzen und dann auch das ein oder andere Geschäft zu machen. Ja. Gut, die kriminellen Machenschaften um das Fiat-Geld herum, das ist ein eigenes Kapitel, in Milliarden- oder Billionenhöhe. Unlängst ist ja gesagt, also verlautbart, dass Venezuela und vielleicht sogar, weiß nicht, ein anderes Land anfangen könnte, oder ob das jetzt ein Gerücht ist oder wirklich die schon Bitcoin, unter anderem Bitcoin als Reserve, wie soll ich das sagen, als Ausdruck, als Reserve-Wertanlage anzulegen. Denkst du, dass das ein Thema sein könnte in Österreich? Ich meine, von der Industrie aus, von der Banken? Naja, überlegen sollte man sich auf jeden Fall, ja. Und dann halt überlegen, was man damit, wie man die Signale in diesem regulatorischen Rahmen gefangen angeht. Ich persönlich habe auf meiner To-Do-Liste stehen, einmal den Herrn Holzmann, den neuen ÖNB-Gouverneur, einmal zu kontaktieren und einfach mal herauszufinden, wie weit ihm das Thema bekannt ist und einfach mal zu schauen, wie er dazu steht. Ich würde mich überraschen, wenn die Österreichische Nationalbank, abgesehen davon, dass ja da der EZB drüber steht, jetzt beginnt, einen Teil der Währungsreserven in Bitcoin zu halten. Aber bei Venezuela, das habe ich gelesen zumindest, dass es dort das Gerücht gibt. Und vor ein paar Jahren gab es schon mal irgendeine Consulting-Bude in einem Karibikstaat oder der Nationalbank eines Karibikstaats die Empfehlung, dass sie doch ein paar Prozent ihrer Währungsreserven in Krypto halten sollen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber also die Idee ist da und je nachdem, was sich so geopolitisch tut, könnte es durchaus spannend sein, ein paar Bitcoins einfach aus Risikoüberlegung zu halten. Weil es asymmetrisch auch ist, die asymmetrische Wette. Und ich weiß auch, dass die ein oder andere Pensionsfonds vielleicht jetzt nicht überwiegend, aber doch vereinzelt das jetzt auch machen. Ja, was soll es denn tun? Nullzinsen dürfen wenig Risiko eingehen in klassischen Anleihen, ja, sollen aber in 20, 30 Jahren zumindest den Werterhalter ihnen anvertrauten Kundengelder, damit die Leute in der Pension auch wirklich Kaufkraft noch haben. Also da ein bisschen Bitcoin dazu mischen, das ist aufgelegt, ja. Regulativ, ob sie es dürfen. Da müssen wir die Bürokraten fragen, aber da hat man natürlich jetzt in Österreich wieder das Korsett, wenn ich jetzt global unterwegs bin, dann gehe ich halt in eine Jurisdiktion, wo das möglich ist. Mhm. Ja, soll ja auch möglich sein, Tochterfirmen irgendwo in der Karibik zu gründen, why not, wenn es denn so nicht geht. Ja. Aber ich muss sagen, ich glaube, da stimmen wir schon überein, dass das schon erstaunlich ist, dass es mittlerweile schon Mainstream ist. Bitcoin ist mehr, also wenn man sich die Kongressanhörung gehört hat oder diese Kommentare von Donald Trump oder Treasury Secretary der Vereinigten Staaten
oder der Federal Chairman der US Federal Reserve. Yeah. Also allein diese Aussagen, so irgendwie, naja, dann ist es halt eine spekulative Wertanlage. Mhm. Also im Fernsehen, im Mainstream. Man muss sich damit beschäftigen, ob man will oder nicht. Und man wird auch im Laufe der Zeit erkennen, dass es durchaus auch nützlich ist und sinnvoll ist, aus eigener Anwendung, sei es als Privater oder als Institution oder Staat, das zu einem gewissen Grad zu nutzen. Ja. Und ich meine, da bewegen wir schon wieder ganz andere Gelder im Hintergrund, wenn sowas dann einmal beginnt. Ich meine, die Schweizer Nationalbank, die ja im Prinzip in Devisen schwimmt, die produzieren Franken auf Teufel komm raus, um den eigenen Kurs niedrig zu halten, verkaufen gegen Dollar, gegen Euro. Wollen aber auch keine Unmengen Euro und Dollar halten. Was machen die? Die kaufen dann Facebook, Tesla und sonst was. Mhm. Und ein paar Prozent in Bitcoin dazu mischen, ein paar Milliarden in dem Bereich. Das ist die Frage, ob der Markt überhaupt schon groß genug ist oder ob man dann wie viel Geld, quasi als Market Order reingedrückt, welchen Kurssprung bewirkt. In dem Zusammenhang ist es natürlich spannend, gerade für diese Institutionalisierung mancher Märkte. Also physisch unterlegten Futures, die jetzt der Pakt gestartet hat. Das könnte dann nicht für solche wieder hilfreich sein. Andererseits, wenn ich Milliarden oder viele Millionen oder eben Milliarden in so einen Bereich investiere, dann muss ich auch die Ressourcen haben, Leute oder Know-how eben zu engagieren, einzukaufen, damit ich vielleicht doch die Bitcoins in eigener Verantwortung und trotzdem sicher lagern kann. Aber andererseits, wenn ich jetzt nur so eine eiserne Wertpapiernummer in meinen Computer einhacken muss und kann auf die Art Bitcoin kaufen, warum nicht? Das ist eine schöne Ergänzung dazu. Absolut, ja. Was ist denn so der Roadmap von Bitcoin Austria? Also was für Zielsetzungen hat der Bitcoin Austria oder gibt es da irgendwie schon einen Plan? Bei uns, Plan. Wir hatten jetzt erst vor wenigen Wochen Generalversammlung. Bei uns ist immer 2 Jahre, so die Amtsperiode des Vorstands. Ich habe noch 6 Kollegen im Vorstand, wir sind quasi zu siebt. Und wir haben vor 2 Jahren damals schon überlegt, ja, was machen wir jetzt? Da war gerade Altcoin in Mode und alle nannten sich nur mehr Blockchain-Meetup und niemand mehr Bitcoin. Zu Gründungszeiten gab es nur Bitcoin von Blockchain, das Wort war noch gar nicht erfunden. Und wir haben für uns bewusst festgelegt, wir halten unseren Hauptfokus auf Bitcoin. Und die Anwendung der Blockchain-Technologie als Wertträger und Werttransfersystem, wenn man es ganz neutral beschreiben will. Und das ist breit genug, mit Lightning und was sich auf der ökonomischen Seite tut, ist das breit genug. Jetzt ist es so, dass bei Bitcoin Austria alle ehrenamtlich tätig sind. Und von daher versuchen wir in unserem Vereinszweck dazu informieren, einen niederschwelligen Zugang, Informationszugang den Leuten zu bieten, möglichst gut umzusetzen, aber die meisten sind in den Jobs oder im Daily Life sozusagen auch immer noch fleißig engagiert, haben auch zum Teil spannende Projekte im Bitcoin-Krypto-Bereich. Und von daher machen wir, was möglich ist sozusagen, und auch, was wir machen wollen. Mhm. Und dann ist es auch authentisch und mit einer gewissen Freude. Also die Meetups in Wien wird es sicher wieder geben. Wir haben auch die Idee, so eine Art, ich sag mal, Bundesländertour angedacht, wo man ein bisschen wieder rauskommt. In Kärnten waren wir eh schon das eine oder andere Mal. Auch in der Steiermark hatten wir regelmäßig was. Und zum Glück gibt es mittlerweile auch Alternativen zu Bitcoin Austria. Es hängt nicht nur noch an uns. Andererseits haben wir in diesen 8 Jahren auch schon viele Organisationen entstehen gesehen, die dann wieder verschwunden sind. Ja. Also es steht ja jedem frei, ich habe nicht das Monopol drauf, als Bitcoin Austria jetzt über Bitcoin zu sprechen. Ich meine, ich habe ja gesehen, dass da nicht wirklich, ich würde mir einfach mehr so auch Bitcoin-Meetings einfach wünschen. Deshalb habe ich dann auf Meetup das Bitcoin, also Wien für Bitcoin Meeting für Wien organisiert. Und da kommen dann doch die ein oder anderen, sogar internationale Leute dann dazu. Und ja, und wir tauschen uns einfach aus und das ist nett. Ich würde mir einfach auch mehr wünschen, so wie du das damals mit Safedan Amos organisiert hast, ein bisschen das Ganze auch in Mainstream-Medien mit sagen wir mit Experten, Expertinnen, einfach eine Diskussion, so wie Club 2 Diskussion über damals. Ja, das wäre nett, wenn auch so kontroversielle Meinungen, aber es geht irgendwie um Expertenwissen, um substanzielles Wissen, ob das jetzt Austrian Economics ist, ökonomische Prinzipien oder technologisch, Lightning Network oder warum nicht auch nicht Vertreter von Banken, wie das bei der Value of Bitcoin-Konferenz in München auch stattgefunden hat. Ja. Da gibt es ja möglicherweise einen künftigen Ableger in Wien, aber wir sind noch in Gesprächen und Überlegungen, wie man das realisieren könnte für 2020. Interessant, okay. Ja. Also so in Partnerschaft, dass man so ein bisschen im deutschsprachigen Raum erweitert. Zum Thema Mainstream,
die Medienarbeit ist auch noch ein Thema. Also das hat sich einerseits ergeben, andererseits bietet man es auch an, wirklich eben für die klassischen Medien. Ich komme nicht auch gern zu so einem Gespräch, aber in einer klassischen Zeitung, Fernsehen, Radio, was auch immer, Ansprechpartner zu sein für Fragen. Wenn die wieder mal irgendwas über Bitcoin schreiben, das funktioniert oft ganz gut, dass man dann sagen, man will auch eine österreichische Meinung oder Stimme dazu hören, und dann melden sich halt die und sagen, okay, was sagt ihr dazu? Mediale Hypes kommen allerdings entweder zustande, wenn der Kurs wieder mal ein Allzeithoch knackt, oder wie wir es halt vor allem im Ende 17 und auch Anfang 18 oder im 18. Jahr im ersten Halbjahr hatten, mit so Skandalen, mit diesen Pyramidenspielen, die dann kollabieren, wo man halt dann die Leute wieder alle zusammenmischen, weil mit Bitcoin als Schlagwort sind es geködert worden, in Wirklichkeit haben es nur irgendein Scam finanziert, wo wir dann vermutlich auch österreichische Hintermänner hatten. Also da hat er wirklich mehrmals am Tag das Telefon geklingelt, bis zur Kronenzeitung, die wollten dann Statements haben, was denn wir dazu sagen. Irgendwann hat man dann auch schon die Nase satt, weil eigentlich möchte ich über Bitcoin reden und die Möglichkeiten, die das bietet, und nicht irgendwelche Betrügereien, die jemand macht und den Namen Bitcoin vielleicht dazu missbraucht. Das wäre eigentlich eine Chance, da auch mal Aufklärung zu betreiben, aber wenn das Ganze dann so in der Kürze dann so vermischt und also im Artikel ist es schwierig, es gibt allerdings durchaus, ich habe da eine kleine Sammlung davon, gibt schon immer wieder mal qualitätsvolle Artikel, und man muss sagen, wir haben in Österreich jetzt auch einige Mainstream-Medien-Journalisten, die das gar nicht abwerten, aber die halt die Bitcoin, sagen wir mal, verstanden haben oder wissen, wovon sie schreiben. Ich habe immer wieder Journalisten gefragt, haben sie das schon mal ausprobiert? Haben sie schon mal Bitcoin erhalten, eine Transition gemacht? Zum Teil habe ich ihnen kleine Beträge geschenkt mit der Aufforderung, entweder sollen sie es nachher spenden, irgendwohin, weit weg, damit man halt einfach sieht, wie einfach das ist, oder sollen sich bei Lieferservice eine Pizza bestellen damit. Und ich war auch schon in einzelnen Redaktionen und habe dort Bitcoin-Vorträge gemacht, einfach damit man sozusagen, ohne dass man jetzt in der Öffentlichkeit steht, damit einfach die Leute ein bisschen sich leichter tun, das zu verstehen und nicht mehr jeden Blödsinn, der irgendeine Agenturmeldung daherkommt, Copy-Paste in die Zeitung schreiben. Ja. Also sehr auch wichtig. Da könnte man viel machen, noch viel mehr machen. Wir versuchen es, so gut es geht, mit der quasi Freizeit, die wir haben. Absolut. Für die Interessierten oder offenen, interessierten Beginner oder sag mal Bitcoin-Beginner, wo können sie sich dann hin? Oder wann gibt es das nächste Treffen von Bitcoin Austria und gibt es irgendwie Informationen? Ja, wir haben zwei Termine fixiert, wobei der eine ist ein Moving Target, das ist die Halving Party im Mai. Das ist ja plus minus ein paar Tage, aber es wird den ersten zwei Maiwochen dürfte das sein. Wir schauen, wie schnell die Miner-Rechenleistung noch zuhängen. Und fix ist bereits der 3. Jänner. Wir hatten am vergangenen 3. Jänner 10 Jahre Bitcoin Geburtstagsparty mit auch einem Rückblick im Vortrag. Und wir haben damals Zeitkapseln versiegelt. Ja, da war ich dabei sogar. Zwei Zeitkapseln haben wir versiegelt. Die eine sagen für die 20 Jahre Feier, die liegt jetzt 10 Jahre mal im Safe. Und die zweite, einfach mal das Experiment, quasi kurzfristig für ein Jahr. Also wir werden am 3. Jänner ein klassisches Meetup machen, ein nettes Thema dafür, sagen für die Hauptagenda, und dann auch diese einjährige Zeitkapsel mal öffnen, wo wir ja damals aufgefordert hatten, jetzt nicht nur Preisprognosen, sondern einfach mal reinschreiben, wie stellt ihr euch die Kryptowelt, die Situation in einem Jahr vor, beziehungsweise spannend wäre natürlich dann in 10 Jahren, weil Bitcoin 2029, ja, wird spannend bis dahin sein wird. Also 3. Jänner ist fix. Und generell ist so, unser Homepage bitcoin-austria.at, da gibt es die Termine drinnen. In erster Linie tragen wir dort wirklich Eigenveranstaltungen ein. Wenn wir von befreundeten Organisationen oder Mitgliedern wissen, dass wir es machen, können wir es gerne mit aufnehmen. Also wenn uns der was schicken will, einfach mal eine Mail rüber schicken und können wir gerne mit eintragen. Und wir haben eine Meetup-Gruppe auf meetup.com, wo wir zum Beispiel diese beiden Termine schon mit angekündigt wurden. Wo wir das, gibt es noch eine Facebook-Präsenz, wo wir dann manchmal mehr, manchmal weniger posten. Aber einen Twitter-Account gibt es auch noch, wo wir mal ganz kurzfristig mal Meldungen drüber kommen. Ja, Telegram, falls wer sucht, da gibt es auch zwei, drei Channels, die Bitcoin Austria sich nennen. Das sind alles nicht wir. Auf Telegram haben wir keinen öffentlichen Channel. Vielleicht machen wir es, aber kaum eröffnet man eine neue Schiene, muss sich jemand darum kümmern. Ja, richtig. Ja. Und da sind wir wieder dort. Zeit, Ressourcen. Und wir machen es ja doch nur, wenn wir sagen, als Hobby. Wir machen schon sehr intensiv, aber es ist alles Zeit, die man dafür investiert. Und wenn wir es machen, dann soll es halbwegs funktionieren und so gut es geht, halt professionell auch rüberkommen.
Wäre das auch ein Wunsch von euch oder vom Bitcoin Austria Verein, vielleicht aufgrund der passiven Haltung jetzt noch, die man noch erlebt hier, eine Bitcoin-Konferenz einzuberufen, also oder zu organisieren in Wien? Das wäre mit namhaften Vortragenden aus allen Gebieten, die ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn es eine seriöse Sache wird, dann kann man es unterstützen, aber als Konferenzveranstalter, das ist schon wieder ein bisschen out of scope von Bitcoin Austria. Mhm. Man kann sowas als Partnerschaft machen, man kann es auch vom Label her normale Möglichkeiten. Ja. Aber dass wir als Konferenzveranstalter werden, mit das die Universität zum Beispiel, also Universität Wien, habe ich gedacht, Wirtschaftsuniversität, die das Protégé übernehmen könnte als. Ja, wir können alles machen, ist immer nur die Frage, wer macht's, wer leistet die Arbeit. Ja. Ja. Mhm. Also, wenn du Lust hast, lade ich auch gerne ein. Ja, also ich würde dich da mit engagieren, meinen Part wirklich dazu beitragen. Und ich glaube, gerade in Wien wäre eine tolle Stadt und ich glaube, das wird wirklich viral gehen, auch vom edukativen Aspekt her. Ja. Ich meine, wir haben auch einige interessante Player hier und nicht europaweit oder weltweit. Ein bisschen sind wir auch vernetzt, ja. Von daher mache ich da wenig Sorgen, dass das nicht gelingen würde. Aber es ist viel Arbeit dahinter und es muss einfach jemand finden, der sich dahinter klemmt. Absolut. Da können wir es gerne machen. Mhm. Und als Organisation unterstützen wir das gerne. Ja, Johannes, dann vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das Teilen deines Wissens Bitte und gerne. Deine Perspektiven und Visionen. Hast du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen? Also jetzt außer den Infos, die du mir jetzt gesagt hast, hast du irgendeine Vision für wo siehst du Bitcoin, wo siehst du Gesellschaft mit auf dem Bitcoin-Standard quasi in 10, 20 Jahren, wenn es auch keine Vorhersagen schwer sind, aber ist es realistisch, dass wir da... Also Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Mhm. Und wenn wir alle die Fakten, die technische Realität sind bei Bitcoin und die Politik, die externe Einflüsse auf Bitcoin, eben insbesondere die Notenbankpolitik, sich anschaut, dann ist Bitcoin fast zum Erfolg verdammt. Von daher, vielleicht das Resümee, null Bitcoins halten ist eine schlechte Idee. Übertreiben sollte man es auch nicht, wenn man das Risiko nicht eingehen will. Schöne Abschlussworte. Okay, herzlichen Dank, Johannes. Wieder gern.